Ich habe jetzt schon einige Videos gemacht zum Thema Ausmisten und Minimalismus und ich glaube, dass das Ende eines Jahres, wie wir es jetzt gerade haben, ein guter Zeitpunkt ist, sich nochmal Gedanken über seinen Konsum und seinen Besitz zu machen. Und deswegen habe ich heute 21 Bereiche für euch, die ihr nochmal durchgehen könnt und auf euren Besitz und Konsum prüfen könnt, sage ich mal. Und was mir noch wichtig zu sagen ist, ist, dass wenn die Sachen kaputt sind, es natürlich okay ist, wenn du die Sachen dann noch wegschmeißt, aber sonst wäre es ganz cool, wenn du die Sachen vielleicht spendest, verschenkst oder auch verkaufst, damit die Sachen einfach nicht unnötig weggeschmissen werden und nachproduziert werden müssen, sondern dass ihr dann einen nächsten Besitzer findet, der sich darüber freut. Das wäre ganz toll. Und ich glaube auch gerade zu Weihnachten ist es eine gute Idee, nochmal das Ganze auszumisten, um zu gucken, ob es vielleicht einige Sachen gibt, die du an deine Freunde oder Familie verschenken kannst. Der erste Bereich ist dein Schreibtisch bzw. deine ganzen Schreibwaren. Ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres meine kompletten Stifte ausgemistet und habe dann da die Stifte, die noch okay waren, aber die ich irgendwie doppelt hatte oder sogar dreifach hatte, die habe ich dann einfach an meinen Kindergarten gespendet. Die zweite Sache ist deine Schultasche bzw. dein Schulrucksack. Und ich kenne das total, dass ich dann immer so viele Sachen ansammle, die man dann irgendwie gar nicht mehr braucht. Und irgendwelche Lineare und Stifte und Blöcke sind dann da irgendwie drin. Und ich glaube, es war eine ganz gute Idee, da einmal durchzugucken. Was vielleicht ein bisschen schwierig zum Verschenken ist, aber auch ganz gut zum Ausmisten ist, ist deine Musikplaylist auf deinem Handy bzw. auf deinem Smartphone. Und ich mache das öfter mal, dass ich meine Musikplaylist durchgucke und die so ein bisschen update und Songs lösche, die ich nicht mehr höre und ich nicht mehr hören möchte. Genau. Der nächste Punkt sind Kosmetikprodukte. Also ich bin ein Mensch, der relativ wenig Kosmetikprodukte verwendet. Und als ich den letztes Mal da durchgeguckt habe bei meinen Produkten, habe ich wirklich Sachen gefunden, die sogar schon abgelaufen waren. Also es war wirklich sehr sinnvoll, dass ich da mal durchgeguckt habe, denn da waren wirklich Sachen dabei, die man nicht mehr hätte benutzen können. Was ich auch oft sehe, sind so Geschenkboxen. Also einfach so kleine Boxen, in denen man dann Geschenke sammelt, die man potenziell an einige Freunde oder Freundinnen schenken kann. Und ich finde die Idee eigentlich total cool. Also falls du in deinen Laden gehst und irgendwas siehst, was du eventuell mal einer Freundin oder einem Freund schenken kannst, dann kannst du das kaufen und dann in dieser Box sammeln. Aber andererseits würde ich darauf achten, dass man nicht unnötig irgendwelche Sachen kauft, die dann eventuell doch keiner haben möchte und die dann doch nicht verschenken möchtest. Deswegen würde ich auf jeden Fall ein bisschen achtsamer und sorgfältiger rangehen. Auf jeden Fall wäre das auch mal ein Bereich, den du ausmisten könntest, denn ich kann mir sogar vorstellen, dass da auch einige Sachen drin sind, die eventuell sogar schon abgelaufen sein könnten, wer weiß. Und der nächste Punkt ist wieder digital und zwar geht es wieder um dein Smartphone. Und was ich da sehr gerne mache, ist immer meine Fotogalerie auszumisten. Wenn du meine Sonntagsroutine kennst, dann weißt du, dass ich jeden Sonntag meine ganze Galerie einmal durchgehe und gucke, was kann ich löschen, was brauche ich noch, was möchte ich behalten und so weiter. Ich denke, wenn man das nicht macht, hat man irgendwie nach einigen Jahren super, super viele Fotos und man weiß gar nicht mehr, wie man das Ganze jetzt handeln soll, da es so viele Sachen sind, die irgendwie unordentlich sind und so weiter. Und ich glaube wirklich, wenn du das regelmäßig machst oder zumindest jetzt einmal machst, wenn du das Video hier siehst, würde es dir bestimmt besser gehen, weil du dann wirklich einen guten Überblick hast und auch Dinge, die du behalten möchtest, schnell finden kannst und andere Dinge einfach löscht, die du nicht mehr brauchst und die unnötig für dich sind. Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir alle in unserem Zimmer oder in unserem Haus so eine Krambox haben, in die wir nie reingucken. Und das hier, dieses Video ist ein Zeichen für dich, diese Krambox einmal aufzuräumen und auszumisten. Der nächste Punkt ist wieder ziemlich basic, aber es geht um deinen Kleiderschrank. Übrigens habe ich auch schon zwei Videos gemacht zum Thema Kleiderschrank ausmisten und habe euch dann mitgenommen, wie ich meinen Schrank einmal ausgemistet habe und aussortiert habe. Und ich finde, gerade bei Kleidungsstücken bietet es sich sehr an, das Ganze an Secondhand-Läden zu spenden, an die Altkleidersammlung zu spenden sozusagen oder an Freunde zu verschenken oder auch dann auf Flohmarkt zu verkaufen und so weiter. Genauso wie der nächste Punkt. Denn der nächste Punkt ist Schmuck. Ich habe das schon mal in einem Video angesprochen, aber ich hatte wirklich noch letztes Jahr einen vollen Schmuckschrank. Der steht jetzt hier neben meiner Kamera direkt. Und ja, das ist halt so ein Spiegel, die man öffnen kann. Und dann sind mehrere Schubladen mit ganz vielen Fächern für Schmuck. Und eigentlich kaufe ich mir fast nie Schmuck selber, aber meine Oma schenkt mir immer total viel. Und wie ihr seht, trage ich auch gar nicht so viel Schmuck. Und deswegen habe ich das Ganze auch mal am Anfang des Jahres ausgemistet und auch viel meiner Schwester geschenkt. Ja, das wäre auf jeden Fall auch mal ein weiterer Punkt, den man ausmisten könnte und auch gut verschenken kann, denke ich. Ich glaube, von der nächsten Sache drückt man sich sehr gerne mal. Und zwar ist es, sein Desktop auf dem Laptop oder Computer und so weiter einfach mal auszumisten und aufzuräumen. Ich habe letztens ein Video gemacht über meinen MacBook. Da habe ich da gezeigt, wie ich meine ganzen Apps und meine meine Ordner organisiert habe. Und vielleicht inspiriere ich das ja ein bisschen für deine Organisation auf dem Laptop. Ich habe letztens ein Paket gepackt mit Büchern, die ich nicht mehr lesen werde in der Zukunft und habe das Ganze dann an Rebuy geschickt. Rebuy ist eine Webseite, wo man Secondhand-Bücher oder andere Secondhand-Dinge kaufen kann. Und genauso kann man dort auch die Sachen verkaufen, was ich da auch gemacht habe. Und ich habe einfach irgendwie so, ich glaube, zwischen 10 und 15 Büchern von mir verkauft, beziehungsweise ja, dahin geschickt. Und diese Bücher können dann jetzt von anderen Leuten gekauft werden. Ich bin bei Büchern immer
immer so ein bisschen hin und her gerissen, da ich lieber so Ratgeber und Sachbücher lese und mir dann immer denke, dass ich diese Bücher bestimmt nochmal in Zukunft irgendwie ja brauchen werde und nochmal gerne lesen würde. Aber andererseits denke ich mir auch so, das werde ich sowieso nicht mehr machen und deswegen kann ich diese Bücher auch genauso gut verkaufen oder verschenken an andere Leute, die sie noch gerne lesen würden. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, was ich genau machen soll. Ja, schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du das machst. Der nächste Punkt sind Dekoartikel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt mittlerweile ein Mensch geworden, der nicht mehr so viel Dekoration im Zimmer hat. Ich weiß nicht, aber irgendwie mag ich diesen minimalistischen Style auch in meinem Zimmer viel lieber und mag das, wenn diese Oberflächen leer sind, beziehungsweise ja, halbwegs leer sind zumindest. Und ich weiß nicht, also vielleicht bist du ja auch ein Mensch, der das irgendwie nicht so gerne hat. Wenn natürlich ein Mensch bisher das gerne hat, dann ist auch kein Problem. Ansonsten wäre es noch ein weiterer Punkt, mal deine Dekoration ein bisschen auszumisten. So, an den vorherigen Punkt anschließend kommen wir jetzt auch schon zu Lichterketten. Und tatsächlich hatte ich noch Anfang des Jahres irgendwie 5-6 Lichterketten in meinem Zimmer, die ich aber alle irgendwie nicht benutzt habe. Und ich habe dann die Lichterkette meiner Schwester geschenkt. Und mittlerweile habe ich jetzt, ich glaube, 2 Lichterketten in meinem Zimmer. Also hier hängt eine und ich glaube, ja, an meinem Schreibtisch ist noch eine, genau. Weitere Dinge, die man ausmisten könnte, sind Werbegeschenke, wie zum Beispiel Kugelschreiber oder auch, ja, Blöcke, auf denen man schreiben kann, die irgendwie als Werbegeschenk dir geschenkt wurden. Ich persönlich finde so Sachen wie Kugelschreiber oder Blöcke natürlich auch ganz gut und benutze die natürlich auch in meinem Leben. Aber andererseits denke ich mir auch, dass ich super viel von diesen Dingen habe und die auch wirklich irgendwie weitergeben kann an andere Menschen, die sie vielleicht eher benutzen würden, da ich sehr, sehr viele Kugelschreiber habe. Also das ist kein Spaß, aber ich habe wirklich sehr viel, da ich immer so viel, ja, weiß ich nicht, woher ich die habe. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, den du ausmisten kannst. Und zwar sind das Notizhefte. Und mittlerweile habe ich gar nicht mehr so viele Notizhefte, aber ich hatte noch Anfang des Jahres super viele Notizhefte und Notizblöcke und so weiter. Aber ich habe jetzt auch schon einige verschenkt an meine Freunde bzw. Freundinnen. Ja, und für mich jetzt auch viel befreiter, weil ich auch denke, dass sie bei denen besser aufgehoben sind, weil ich wirklich super viel hatte und gar nicht mehr so viel da reinschreibe. Beziehungsweise so viel kann ich gar nicht mehr schreiben, wie viele Hefte ich hatte. Punkt 16 sind alle Artikel im Badezimmer. Und hier können wir auch schon wieder auf dieses Haltbarkeitsthema zurück. Aber ich glaube, dann müssen wir selber mal durchzugucken, was ist eigentlich noch haltbar, was ist noch benutzbar und was musst du vielleicht sogar neu kaufen oder was kannst du wegschmeißen mittlerweile oder weggeben und ja, das alles. Und die letzten 4 Sachen beziehen sich wieder auf dein Smartphone bzw. ja, auf deine digitale Tätigkeit im Internet oder auf Social Media. Ja, das ist eine komische Beschreibung. Und was sind das als allererstes? Deine Handy-Apps auf deinem Handy. Und auch zum Thema Handy-Apps und Handy-Organisation habe ich auch schon einige Videos gemacht. Ansonsten noch deine ganzen Kontakte auf deinem Handy. Und vielleicht kennst du das, dass du manchmal so Leute kennenlernst, von denen du dann Nummern speicherst, aber mittlerweile mit denen einfach gar keinen Kontakt mehr hast. Also ich glaube, ich hatte das mal Anfang des Jahres angeguckt und da hatte ich irgendwie 300 Kontakte. Ich kann auch mal gucken. Ja, ich habe einfach 331 Kontakte und ich bin mir sehr sicher, dass ich mit mindestens 100 von denen keinen Kontakt mehr habe. Deswegen musst du irgendwann nochmal durchgehen und das Ganze ein bisschen aussortieren auf jeden Fall. Was auch immer sehr sinnvoll ist, ist diese Liste durchzugehen von Leuten, denen du auf Instagram zum Beispiel folgst. Denn es ist ja logisch, dass Leute, denen du folgst, dich sehr stark beeinflussen. Vor allem, wenn du jetzt öfter auf Instagram drauf bist, so über den Tag verteilt. Und deswegen ist es sehr gut, einfach mal durchzugucken, wem möchtest du eigentlich noch folgen, wer inspiriert dich, wer motiviert dich und wer lässt sich irgendwie nicht ganz so gut fühlen. Und der letzte Punkt ist deine Später-Ansehen-Liste bei YouTube. Ich habe letztens bei Instagram mal so eine Umfrage gemacht und habe euch gefragt, wie viele Videos ihr da drin habt bei dieser Später-Ansehen-Liste. Und einige meinten dann irgendwie, sie haben 1-2 Videos drin und andere meinten, sie haben da 4000 Videos drin. Und ich bin da irgendwie dazwischen, also ich hatte so 200 bis 300 Videos drin, aber das ist auch einfach mega viel, finde ich. Und deswegen bin ich letztes Mal durchgegangen, habe so alle Videos gelöscht, die ich nicht mal angucken möchte, beziehungsweise habe mir dann sogar einige direkt angeguckt und es war ganz gut, das mal durchzugehen, ja. Falls du noch weitere Ideen hast, kannst du diese natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da sehr auf diesen Austausch mit dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vergiss nicht, die Videos in der Beschreibung anzugucken und hoffentlich bis sehr bald mal wieder. Tschüss!